das Halsabschneidereck. Woher kommt dieser Name, wollte unsere Leserin Susanne wissen. Meinstudenz.de war für sie auf Spurensuche. Ja, wir waren jetzt soeben beim Polizeiposten in Blankenloch, haben mit der Polizei gesprochen. Das Halsabschneidereck ist kein Unfallschwerpunkt als solcher. Von daher ist diese These entkräftet. Schwere Verkehrsunfälle gab es in der vergangenen Zeit immer wieder zwischen Blankenloch und Leopoldshafen oder dem Halsabschneidereck und Friedrichsthal. Jedoch selten im Bereich der Kreuzung. Ja, kennen Sie die Bedeutung vom Halsabschneidereck? Also ich bin ja nicht von hier, ich wohne aber jetzt 68 Jahre hier. Und ich weiß von meinem Schwiegervater, dass ich habe ihn damals auch gefragt, warum dass man das Halsabschneidereck heißt. Dann hat er gesagt, da wäre damals einem Mann der Hals abgeschnitten worden. Und ihn mit einer Disput gehabt oder einem Krach. Und dann hätte einem anderen einen Hals abschnitten. Und daher das Wort herkommen, Halsabschneidereck. Mehr weiß ich auch nicht. Die Umfrage ist ziemlich langwierig. Die meisten kennen das Halsabschneidereck nicht. Andere kennen nicht die Geschichte dazu. Ja, früher Halsabschneidereck kommt von da, weil da draußen sich Leute umgebracht. Und deswegen sagt man da Halsabschneidereck, die haben sich aufgehängt. Das Halsabschneidereck heißt Halsabschneidereck, weil damals im 17. Jahrhundert dort jemandem die Kehle durchgeschnitten worden ist. In der Tat hatte ein Landarbeiter im 17. Jahrhundert einen Steuereintreiber des Markgrafen nach einem Streit den Hals aufgeschnitten und sich danach am Halsabschneidereck erhängt. Erzählen Sie jetzt Ihre Geschichte über das Halsabschneidereck und nutzen Sie dafür unsere Kommentarfunktion.